SCP-2000 ist ein unscheinbarer Ort. Er ist eine alte, selten genutzte Ranger-Station im Yellowstone-Nationalpark. Sie liegt mitten im Nirgendwo und wird je nach Bedarf von Hubschraubern und nicht gekennzeichneten Fahrzeugen mit Vorräten beliefert. Ein paar Zivilisten haben zwar versucht einzubrechen, aber keiner war erfolgreich und SCP-2000 bleibt ungestört, ohne dass irgendetwas an ihm wichtig erscheint. Aber warum ist dies einer der sichersten Orte in der SCP-Geschichte? Warum ist es von großer Wichtigkeit, dass er weiter existiert, egal was passiert? Die Antwort könnte in einem geheimnisvollen Dokument liegen, das an einem höchst unwahrscheinlichen Ort gefunden wurde. Der Marianengraben ist der tiefste Punkt der Erde und die SCP-Stiftung ist schon oft dorthin gereist, um seltsame Phänomene zu untersuchen. Doch was sie bei einem Besuch fanden, enthüllte eines der streng gehüteten Geheimnisse in der Geschichte der Stiftung. Es handelte sich um ein Dokument, das irgendwie auf dem Grund des Ozeans überlebt hatte, versiegelt in einem Rohr und mit Wachs überzogen, um es luft- und wasserdicht zu machen. Es schien so verpackt worden zu sein, dass es alles überstehen konnte. Und genau das wollte sein Verfasser. Sie war sich nicht sicher, wann das Ende der Welt begonnen hatte, aber sie konnte es schon eine Weile kommen sehen. Sie schaute aus dem Fenster und sah alle Anzeichen. Die Meere wurden kälter und weniger einladend für das Leben. Die Luft wurde jedes Jahr wärmer. Die Ressourcen gingen zur Neige und die Bevölkerung wuchs. Die Spannungen nahmen zu und obwohl niemand wusste, wann es soweit sein würde, schien fast jeder sicher zu sein, dass die Welt oder zumindest die Menschheit bald am Ende sein würde. Es war ein sinkendes Schiff, das zum ersten Mal wirklich deutlich machte, dass die Dinge in die falsche Richtung liefen. Die Disney Magic war eines der beliebtesten Kreuzfahrtschiffe der Welt und ein beliebtes Urlaubsziel für Familien. Es war auch eines der am sorgfältigsten gebauten Schiffe, denn das Unternehmen war stolz auf seine Sicherheit und hatte aus vergangenen Kreuzfahrttragödien gelernt. Daher war die Welt zu Recht schockiert, als eines Tages bekannt wurde, dass das Schiff beim Einlaufen in den Hafen gesunken war. Niemand wusste, was passiert war. Und es gab etwas noch Mysteriöseres an dieser Tragödie. Niemand schien Filmmaterial von dem Untergang zu haben. Obwohl rund um die Uhr in den Nachrichten berichtet wurde, zeigten alle Bilder, dass das Schiff noch schwimmt. Zumindest so lange, bis die Nachrichtenagenturen ein Video erhielten. Die Fernsehsender waren so erpicht darauf, das Material zu zeigen, dass keiner von ihnen es zuerst überprüfte und das Material direkt ausgestrahlt wurde. Es zeigte, wie das Schiff ruhig dahinfuhr, umgeben von kleineren Booten, als es plötzlich stehen blieb. Es war wie eingefroren und die Aufnahmen zeigten, wie die Menschen auf dem Deck des Schiffes durch den abrupten Stopp umkippten. Alles wurde still. Und dann tauchte ein seltsamer Schaum hinter dem Boot auf. Alle nahmen an, dass es sich um einen Motorschaden handelte. Aber es war nicht der Motor. Es war ein riesiger Arm, mindestens 100 Fuß lang, und gehörte zu einem urzeitlichen Wesen, knapp unter der Wasseroberfläche. Es griff nach oben, packte das Boot und riss es auf wie ein Stück Seidenpapier. Die Tausenden von Menschen an Bord rannten in Sicherheit, aber sie konnten nirgendwo hin. Jets sausten über sie hinweg, bereit, das Ding im Wasser anzugreifen. Eine riesige, stachelige Gestalt bäumte sich aus dem Wasser auf und dann wurde das Video schwarz. Der Brief, der im Marianengraben gefunden wurde, erklärt, was dann geschah. Der Präsident rief schnell den Notstand aus und forderte alle auf, Ruhe zu bewahren. Die Fernsehsender wurden der staatlichen Kontrolle unterstellt und durften nur noch von der Regierung genehmigte Informationen ausstrahlen. Es dauerte nicht lange, bis auch das Internet eingeschränkt wurde und es den Menschen untersagt war, Informationen zu teilen, die nicht genehmigt waren. Die Regierung sagte den Menschen immer wieder, sie sollten ruhig bleiben und ihr Leben weiterführen. Die Verfasserin des Briefes versuchte diesen Rat zu befolgen, ging zur Arbeit und bezahlte ihre Rechnungen, als ob das Leben noch normal wäre. Aber überall um sie herum sah sie verängstigte Gesichter. Und sie hatten recht, verängstigt zu sein. Das war nur der Anfang der Krise, die bald die ganze Welt erfassen würde. Es geschahen immer mehr seltsame Dinge. Aber nichts davon hatte mit dem mysteriösen Monster zu tun, das aus dem Meer aufgetaucht war. Städte wurden aufgrund von Unruhen evakuiert oder nach dem Ausbruch einer mysteriösen Krankheit unter Quarantäne gestellt. Die Zerstörung wurde auf Terroranschläge oder Waldbrände geschoben. Der Bruder der Autorin rief sie an, um ihr mitzuteilen, dass er aus seinem Haus vertrieben worden war. Der Grund dafür war angeblich ein Waldbrand, aber er hatte bei der Evakuierung einen Blick auf das Fenster werfen können und irgendetwas war daran merkwürdig. Er könnte schwören, dass er eine männliche Figur im Feuer sah, einen Mann aus Feuer, der sich absichtlich bewegte. Aber sie konnte keine Fragen zu dem stellen, was er gesehen hatte, weil der Anruf abgebrochen wurde.
und sie konnte nie wieder mit ihrem Bruder sprechen. Es wurde immer schwieriger, Informationen über die Geschehnisse zu bekommen. Da die meisten Nachrichtenquellen geschlossen waren oder unter strenger Kontrolle der Regierung standen, gab es nur vage Gerüchte, an die sie sich halten konnte. Die Leute sprachen von Zombies, die den Norden verwüsteten, von Menschen, die gerade noch normal schienen, die ihren Verstand verloren und Amok liefen. Es gab Gerüchte über einen Weltuntergangskult, der versucht, die Apokalypse durch Menschenopfer aufzuhalten. Es war sogar die Rede davon, dass der Boden selbst zum Leben erwacht und Menschen frisst. Das alles hörte sich nach einer Sache an, dem Ende der Welt. Die Schreiberin des Briefes versuchte, bei Verstand zu bleiben, indem sie ihre Informationsaufnahme auf ein Minimum beschränkte und versuchte, ihr Leben so normal wie möglich zu führen. Aber es dauerte nicht lange, bis die Schrecken da draußen sie einholten und es war unmöglich, sie zu ignorieren. Es war noch früh am Morgen, als sie draußen Schreie und Schüsse hörte. Sie konnte riechen, dass etwas brannte und fand Blut an ihrem Fenster. Aber sie hatte zu viel Angst, um herauszufinden, was los war. Sie versteckte sich und wartete darauf, dass der Lärm nachlässt. Bald fielen der Strom und die Heizung aus und kurz darauf wurde auch die Wasserversorgung unterbrochen. Sie wusste, dass sie nach draußen gehen musste, wenn sie überleben wollte. Und sie war nicht darauf vorbereitet, was sie dort finden würde. Oder besser gesagt, was sie nicht finden würde. Ihr Haus lag in einem flachen Vorort ohne größere geografische Orientierungspunkte. Sie hatte also nicht damit gerechnet, vor die Tür zu treten und eine riesige Klippe vorzufinden, deren andere Seite nirgends zu sehen war. Es sah nicht nur so aus, als wäre der Rest der Welt weggefallen, sondern sie konnte auch den Boden der Klippe nicht sehen. Es war, als würde diese Hälfte der Welt nicht mehr existieren. Das, was von ihrer Nachbarschaft übrig geblieben war, wurde auseinandergerissen. Überall war Blut und Zerstörung und sie schien die einzige Person zu sein, die noch übrig war. War sie gerettet worden, weil sie sich versteckt hatte? Oder hatten die anderen die Gelegenheit genutzt, um zu evakuieren? Sie wusste es nicht, aber alle Häuser um sie herum waren verlassen worden. Sie war entschlossen zu überleben. Und so nahm sie die Vorräte, die sie brauchte, aus den leeren Häusern mit und zog sich in ihr eigenes zurück. Bald wurde jedoch klar, dass sich viel mehr als nur die Geografie der Welt verändert hatte. Die Zeit selbst schien sich zu verlangsamen. Die Sonne stand still am Himmel und bewegte sich tagelang nicht von der Stelle. Manchmal zog ein dichter Nebel auf, der sie fast blind machte. Aber das Schlimmste war, dass sie bald merkte, dass sie nicht mehr allein war. Was auch immer jetzt in ihre Nachbarschaft gekommen war, es war nicht menschlich. Die ersten, die kamen, waren seltsame, etwa mannshohe Metallkreaturen. Dann kamen die kleineren Kreaturen. Darunter eines, das aussah wie ein Panzerkäfer, aber so groß war wie eine Katze. Dieses Wesen schien zunächst harmlos zu sein, aber dann sah es sie an und schrie mit menschlicher Stimme, Stopp! Aber das war nichts im Vergleich zu dem, was als nächstes kam. Riesige, schlauchartige Maden mit hunderten von Augen. Sie waren wilde Raubtiere, die sich auf alles stürzten, was in Sichtweite war, und es auffraßen. Sie war sich sicher, dass sie bei all diesen Schrecken der einzige Mensch sein musste, der noch übrig war. Aber eines Tages, als eines der ekelhaften Luftschiffe vorbeiflog, fand sie noch jemanden. Er sah aus, als gehöre er zu einem SWAT-Team und war offensichtlich verletzt. Der Anblick eines anderen Menschen spornte sie zum Handeln an und sie brachte ihn bei sich zu Hause in Sicherheit. Er erzählte ihr, dass er einen Luftschiffer gejagt hatte. Sie erzählte ihm, dass er der erste Mensch war, den sie gesehen hatte, seit die Klippe in ihrer Nachbarschaft aufgetaucht und der Rest der Welt verschwunden war. Seine Antwort darauf war allerdings seltsam. Er sagte ihr, dass die Welt nicht verschwunden sei. Sie hatte sich nur verlagert, aber mehr konnte er nicht sagen. Sie drängte ihn zu mehr Informationen und er sagte, dass seine Befehle wirklich nichts mehr bedeuteten. Er verriet, dass er für eine Stiftung arbeitete, die seltsame und gefährliche Kreaturen aufspürte und sie zu Forschungszwecken und zum Schutz der Welt einfing. Aber etwas war schiefgelaufen. Alle Wesen, die sie gefangen gehalten hatten, waren gleichzeitig ausgebrochen. Es war zu spät, um den Schaden rückgängig zu machen. Und die Welt wurde zum GH0-Toten-Treibhaus-Szenario erklärt. Die Stiftung war gescheitert, aber es gab einen Plan. Die Menschen waren noch am Leben, aber sorgfältig in sicheren Zonen auf der ganzen Welt untergebracht. Die Stiftung hatte einen Weg gefunden, die Welt neu zu starten, einschließlich der Wiederherstellung von Menschen mit intakten Erinnerungen. Die Stiftung würde die gefährlichen Entitäten beseitigen, die Schäden reparieren und ihre Technologie einsetzen, um alles wieder so herzustellen, wie es war. Diese Welt würde verschwinden, aber sie würde durch eine andere ersetzt werden, die ihr genau ähnelte. Ohne Erinnerung an die Schrecken, die geschehen waren. Sie schreckte entsetzt zurück. Das konnte doch nicht sein, oder? Es war unmöglich, all das wegzufegen. Er lächelte nur und sagte, warum nicht? Es wurde doch schon mal gemacht. Sie wusste nicht, wann das Ende kommen würde,
Sie wusste nicht einmal, ob sie merken würde, dass es passiert, aber sie wollte nicht in Vergessenheit geraten. Also schrieb sie ihre Gedanken auf und versiegelte sie in einem Röhrchen. Sie versiegelte das Rohr mit Wachs und wartete. Vielleicht würde es unter Wasser landen, wie der Mann kurz erwähnt hatte. Vielleicht würde ihre Botschaft überleben und eines Tages gefunden werden, als letztes Relikt einer Welt, die ausgelöscht worden war. Sie würde es nicht mehr miterleben, aber vielleicht würde man sich an ihre Welt erinnern. Der wahre Zweck von SCP-2000 ist das am strengsten gehütete Geheimnis der Stiftung. Eine riesige unterirdische Anlage, die das Aussterben der Menschheit verhindern soll und über 100.000 Menschen pro Tag produzieren kann. Sie enthält Speicherbänke, in denen man die gesamte Geschichte der menschlichen Spezies und alle damit verbundenen Informationen gespeichert sind. Allerdings sind alle Unterlagen über die ursprüngliche Konstruktion und die Geschichte der Anlage verloren gegangen. Obwohl niemand sicher ist, ob diese Informationen bei einem der Resets verloren gegangen sind oder ob das Absicht war. Die Stiftung hat dafür gesorgt, dass in SCP-2000 nicht eingebrochen werden kann. Die Anlage wird von kognitiven Schutzmaßnahmen bewacht, die jeden aufhalten, der nicht entsprechend geimpft ist. Jeder Versuch, sich unbefugt Zugang zu verschaffen, wird als Grund für eine sofortige Kündigung angesehen, egal wie hochrangig jemand in der Stiftung sein mag. SCP-2000 ist für die Stiftung das, was der globale Staatsguttresor in Skandinavien für die Landwirtschaft ist. Ein Backup für den Fall, dass alles schief geht. Deshalb hat er die Objektklasse Taumil. Eine seltene Klassifizierung, die nur den höchsten Ebenen der Stiftung bekannt ist. Aber für fast jeden, auch für jedes Mitglied der SCP-Stiftung, das ihm noch nie begegnet ist, ist SCP-2000 einfach nur eine alte, selten genutzte Ranger-Station im Yellowstone-Nationalpark, die absolut nichts Besonderes an sich hat und keinen Grund hat, genauer hinzusehen. Und die Stiftung wird dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Deshalb hat die Stiftung mit absoluter Sicherheit dafür gesorgt, dass der Brief, der auf dem Grund des Marianengrabens gefunden wurde und in dem eines dieser Szenarien beschrieben wird, nicht in die Vergessenheit gerät oder versteckt wird und nie das Licht der Welt erblickt. Schaut euch jetzt SCP-2000, Du Ex Machina oder die ganze Saga von SCP-1730 an, die Geheimnisse im mysteriösen Standort 13. Bis zum nächsten Mal.